Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Sims 4. Und Gu macht erstmal Liegestütze. Nee, Knie, Dinger. Hier, Sit-Ups. So heißen die Teile. Exe steht vom Klo. Nico geht super. Und die haben alle Hunger. Das ist super. Irgendjemand muss an der Arbeit kommen, damit die sich einen Kühlschrank kaufen können. Das wäre, glaube ich, relativ wichtig, sonst verhungern die mir hier noch alle. Ja. Oh Gott, die stinken auch schon. Ich kann ja nichts tun ohne Geld. Die leiden ja alle. Wie lange müssen die denn noch arbeiten? Bis 19 Uhr und bis 17 Uhr. So. Schelmfähigkeit. Maxi, Goom hat jetzt Schelmigkeit. Wie lange müssen die hier noch ohne Essen auskommen? Nico muss auch gleich bei der Arbeit sein, das ist schon mal gut. Prinzipiell. Okay, 17 Uhr kommt nicht der Erste jetzt nach Hause? Ja. $128. Ein Kühlschrank. Ach komm. 375 kostet der günstigste. Kann ja nicht sein. Kann ich mir nicht leisten. Okay. Ja, dann muss Grievous weiter hier. Wir müssen weiter hungern. Bis 19 Uhr. Bis der nächste von der Arbeit kommt. Oh Gott. Grievous ist schon umgekippt. Jetzt kippen mir die ganzen Leute. Oh nein. Oh. Ich glaube, ich habe genügend. Nein. Mir fehlt. Nein. Mir fehlen $7. Ah, es kann doch nicht sein. $7. Reicht das nicht, wenn ich den Blume verkaufe? Ja. Perfekt. So, dann gibt es erstmal hier eine schöne Küche. Ja, mit einem schwarzen Kühlschrank. Perfekt, dann können die sich alle was holen. Hier, koche schnelle Mahlzeit. Es gibt Chips. Und, also der hat gegessen auf der Arbeit wahrscheinlich. Und hier auch Chips und, ja, auch Chips und hier auch Chips. Das ist auf jeden Fall eine volle Andi bleibt in der Küche stehen. Natürlich. Na, wenn das nicht mal ein nettes Abendessen ist. Alle am Stinken. Chips am Fressen. Und nicht mal ein Waschbecken, wo man das abstellen könnte. So, ich gehe, wir haben kein Geld für ein Bett oder für eine Dusche. Aber wenigstens verhungern sie mir jetzt schon nicht mehr. Andi braucht eigentlich noch was Zweites zu essen. Der verhungert ja sonst. Denen geht's allen super, theoretisch. Alle erschöpft. Oh, Andi holt sich tatsächlich was zu essen. Das ist schon mal gut. Prinzipiell. So. Oh, Andi, du könntest auch mal auf Klo gehen hier. Haben wir doch extra dafür. Hier kippen sie alle reihenweise um. Das ist schon mal gut.
Ja, ja. Auf Klo im Flur. Was ist das denn? Warte. Warum? Wo ist deine Mülltonne? Ich hab nicht mal eine Mülltonne. Oh Gott. Das ist doch alles die Katastrophe. Nico, wann kommst du noch raus? Um eine Uhr. Na, toll. Ich stehe da oben an, die wieder Müll. Er ist halt im Müll zu Hause, wie wir ja in TTT gelernt haben. Ich glaube, ich brauche eine Dusche. Ein Bett, das überleben soll. Oh Gott, ja, ich habe genügend Geld. Ich kann mir bestimmt wieder was bauen, was Schönes. Bad, hier. Oh, Badewanne kann ich nicht kaufen. Ich kann nicht mal eine Dusche kaufen. Kann ich ein Waschbecken kaufen? Ich kann nicht mal ein Waschbecken kaufen. Das ist ja der Hammer. Hier, nochmal Hosen. Und. Ja, verkaufen wir hier die Rosen. Dann können sie sich wahrscheinlich sogar eine Dusche leisten. Naja, genau. Sehr schön. Sieht ein bisschen aus wie meine Dusche hier derzeit. Nur, dass irgendwie diese Wand ein bisschen unglücklich gestaltet ist. Kann ich den Sachen drehen? Also mit Komma-Punkt, ja klar, aber das ist bestimmt nicht das, wie es eigentlich gewollt ist. So. Eine Dusche. Und ein Bett vielleicht? Ich kann mir kein Bett leisten. Na gut, dann eben kein Bett. Ich habe gerade überlegt, vielleicht gibt es ja noch solche... Ja, auch keine Bänke oder so. Naja, egal. Eine Dusche. Andi geht halt erst duschen. Das ist schon mal vernünftig. Eieiei, dauert das Duschen ja lange. Wo ist der Grievesending gegangen? Was macht Grievesending? Also ich dachte, der hätte kein Oberteil an. Alter, das Duschen dauert da ja Ewigkeiten. So, der nächste geht duschen. Eine dampfende Dusche hier, wenn schon die Möglichkeit besteht. Eieieiei. Ist ja die absolute Vollkatastrophe hier. Ich brauche dringend mehr Geld, aber ich will eigentlich nicht cheaten. Huch, Errungenschaft! Eine Flut von Ideen. Erziele unter der Dusche einen wissenschaftlichen Durchbruch. Okay. Hier, Unterhaltung? Nee. Musst du irgendwo draufklicken? Urlaubstag? Nee, Wissenschaftler? Was? Na, hä? Hat er Momentum-Konservatum aufgeschrieben, der mit seinen... Klick auf den Notizbuch-Button oben im Telefonmenü und erfahre mehr darüber. Was ist denn da mit dem Notizbuch-Button? Da habe ich ja gerade schon drauf geklickt. Eieieiei, sind hier viele Meldungen. Ach du Heilige. Eieieiei. Ja, keine Ahnung, wird schon klappen. Nico, gehst du jetzt duschen? Nico geht duschen. Ja, schau mal, prinzipiell keine schlechte Idee. Wenn Nico mal duschen geht. Ist auf jeden Fall auch eine Premiere für den.
Damit hätten wir fast die Hälfte sogar der Dusche bekommen. Mensch. Nico muss auch mal wieder essen. Ich will ja nicht, dass Nico verhungert. Hier, der nächste. Grievous. Grievous muss auch mal duschen. Oh. Dann geht Grievous halt erstmal auf Toilette. Oh. Oh. Ist einer eingeschlafen. Ich glaube, ist so unfassbar, ja, da haben wir schlafen immer. Vor allem immer schön mit dem Arsch rausgestreckt auch. Ah, es ist unfassbar. So, Grievous. Warst auf Klo, jetzt noch auf in die Dusche. Dann ist das perfekt. Als nächstes müssen, glaube ich, echt Betten her. Huch! Einen Sim 24 Stunden am Stück wach halten. Nee, ja, war auch bewusst gewollt. So, Grievous geht super. Andy jetzt nicht so. Andy muss auf Klo. Das Problem ist nur, dass Grievous davor liegt und... Da muss er erstmal dran vorbei. So, ich glaube, Exe muss auf Klo. Kann das sein? Nö, ja, weiß ich jetzt auch nicht. So. Der nächste muss duschen. Schlimm ist, das Duschen dauert hier ja irgendwie so 1000 Jahre. Huh, was? Allein losschicken. So, alle kein Spaß und den nächste wieder und ist so unfassbar. Was denn hier wieder los ist? Alle umkippen. Ist auf jeden Fall sehr gesund für die Gesundheit. Ja. Geh mal zur Arbeit. Ist ja unfassbar. Wenn du mit Duschen fertig bist, ne, dann solltest du übrigens auch mal die Toilette verwenden. Was potenziell unbehagliche Konversation. Exe bemerkt, dass der nächste Kunde in der Chatschleife eine ehemalige Flamme von ihm ist. Aha. Und die Sache damals nicht gut gelaufen. Die anderen Agenten sind beschäftigt. Soll er den Chat starten oder so tun, als hätte er nichts bemerkt? Startet den Kunden, ignorieren geht ja nicht. Zum Glück von Exe war die Beziehung nicht so einprägsam, wie er gedacht hatte. Oder wenigstens erkennt die Flamme seinen Namen oder das Profilbild nicht. Exe erfüllt die Serviceanforderungen des Kunden und vermeidet eine unangenehme Konfrontation. Alle sind irgendwie auf der Arbeit, außer Nico. Nico ist wahrscheinlich arbeitslos. Ja, Nico ist harter Kerl. So. Und der... Das ist unfassbar. Ah, es ist immer wieder unfassbar, was hier passiert. Gu muss auch gleich bei der Arbeit sein. Das ist ja... unrealistisch. Hä? Putzt du gerade die Dusche, Nico? Ah, es ist ja unglaublich. Unfassbar, was macht Goom? Goom geht wahrscheinlich zur Arbeit. Ja. Da ist nur noch Nico alleine. Und ach du Scheiße, sieht's hier aus. Kühlschrank kaputt. Ja, das ist ja der Hammer hier. Kühlschrank kaputt, Wohnung vermüllt. Weißt du, Wasser läuft aus der Dusche aus, Essen steht im Flur. Alle am Umkippen die ganze Zeit. Wenn das nicht mal der Hammer ist.
So, sich selbst eine Geschichte erzählen lassen. Was ist denn hier los? So kann er, man, ach ja, die haben keinen. Nach dem Nico wird angerufen. Nico, würdest du rangehen? Cassandra Grusel, dein Schatz, Nico, dein Schätzchen. Da, was ist denn jetzt los? Hat er nicht telefoniert? Hat das über diese Gedankenkommunikation funktioniert wie bei Konsortium? Was ist denn jetzt los gewesen? Wow. Ja, über den Garten. Ja, aber natürlich. Oh, ist ja irgendwas Dramatisches passiert. Nach Tag fragen. Wahrscheinlich hatte sie einen besseren Tag. Freundlich. Nico ist mal freundlich. Hier, kennenlernen. Und, eine lustige Geschichte erzählen von seinem Tag, wie toll er ist. Eine fesselnde Geschichte erzählen. Und bitten, in die Wolken zu schauen. Richtig romantisch. Sehr schön. Wow, wir haben Geld. Grievous hat Geld mit nach Hause gebracht. Damit können sie sich hoffentlich ein Bett leisten, oder? Ein einzelnes. Da können sie sich ein Bett mit leisten. Das ist ja Hammer. Ein einziges Bett. Die irgendwie alle hässlich sind. Das sind so richtige Kinderbetten. Wie teuer ist denn das nächste? Oh nee, warte, hier ist noch eins. Hier, das ist auch schrecklich. Wir warten ab. Ob sie jetzt noch umkippen oder später. Das macht den Verraten auch nicht mehr fett. Nico ist bei der Arbeit. Eine unrealistische Situation. Ja, und Grievous kann nochmal den Kühlschrank reparieren. Da ist er doch in der Lage zu. So was kann er. Das will, ne? Oh, der nächste. Nochmal Geld. Oha. Wir sind ja richtig reich. So, hier, da kriegen sie erstmal alle ein Bett. Also ein typisches Ikea-Bett. Hier, das ist doch schön. Zwei Einzelbetten, würde ich sagen. Komplett in die Ecke irgendwie, falls man das hinkriegt. Obwohl, er reicht eigentlich so auch eckig. Perfekt. Und, für die nächsten Bedürfnisse vielleicht irgendwas, wo man Spaß mit haben kann. Einen Musiklautsprecher, ja, das ist doch perfekt. Da können sie damit Spaß haben. Nee, warte. Nee. Die kriegen ein Waschbecken ins Badezimmer. Hier sogar ein schönes. Soll ja zukunftssicher sein. Kann die Wohnung nämlich abgespült werden. So. Quumbasuba! Andy Grievous ist ja gerade da. Andy ist gerade nach Hause gekommen. Geht erstmal duschen. Echse. Geht schlafen. Da wird er sich wahrscheinlich drüber freuen. Huch! Ein Tuning-Teil. Grievous hat ein Tuning-Teil bekommen. Ja. Das ist gut. Er hat auch ein Becken. Wie funktioniert das denn nicht? Naja, ne? Dann geht Grievous halt auch schlafen. Und der nächste hat Geld mit nach Hause gebracht. Mensch. Das, kann ja mal, da kann ich dann ja mal hier. Bestimmt für die Küche eine Theke und ein Waschbecken brauchen sie dann, ne? Was ist denn hier eine schöne Küche? Hier das. Aber dann in schwarz. Wenn die ganze Küche schon in schwarz gehalten ist,
So. Oh, Waschbecken geht noch nicht, aber das ist ja nicht so weiter schlimm. Ach so, ja natürlich, ich leg mich erstmal direkt schlafen. Ah, die Wohnung wird was, die Wohnung wird was. Or later. So, ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge, wo Chaos einfach hier, alle sollen Geld verdienen und... Ne? Und die haben ja jetzt Betten. Also, komm. Also, wenn das nicht mal der Traum ist, dann weiß ich auch nicht. Oh. Dann bis zur nächsten Folge und tschüss.